Die gefürchtetsten Terroristen der Welt kämpfen jetzt in Syrien mit deutschen Waffen. Das Stammgebiet der PKK sind die Kurdengebiete in der Türkei. Dort kämpft sie im Untergrund. Neuerdings dehnt sie sich im Norden Syriens aus, kontrolliert große Gebiete. Sie nennt sich dort zwar anders, aber alle wissen, es ist die PKK. Bei ihrem Eroberungszug hat die PKK mächtigen Beistand. Inzwischen sind 300 Tonnen Waffen geliefert worden durch die Bundeswehr. Und bis Ende Oktober werden es knapp 700 Tonnen sein. Insgesamt handelt es sich bei diesem Paket um 600 Tonnen Waffen und Munition und weiteres Gerät. Wir haben ihnen dieses Panzerabwehrsystem Milan geliefert. Und mich hat es dann sehr berührt, als mir ein Vertreter der Kurden erzählt hat, dass das Wort Milan jetzt ein Vorname für Babys ist. Für männliche Babys, weil die so entzückt sind von der Wirkung dieser Waffe.